Hey, ich muss auf jeden Fall noch danken. Die gehört mir doch gerade, oder? Hebst du mal das? Mann, nimm doch den Schlüssel. Dreimal. Dreimal. Was ist das? Jetzt? Ja. Jetzt? Du hast nicht gerade Vollgas gegeben, der Versuch von zu wenig Motorstücken vielleicht. Ich finde es einfach lässig, nur mit dem Velo fahren, wo man trampeln muss, bis man schwarz wird. Es ist schnell passiert. Ich weiß nicht, es ist einfach sehr schnell passiert. Ich bin von einer Kurve gekommen. Ich hatte eine schnelle Geschwindigkeit. Dann habe ich etwas gebremst. Hat es mich auf der Seite übergeschleudert. Dann bin ich auf die Schnur geflogen. Also, als Antonio seinen Unfall hatte, eigentlich hat es mir fast etwas abgelöst, als ich die Wunde gesehen habe. Also ich habe dann schon etwas Angst bekommen, darum bin ich dann auch viel vorsichtiger gefahren als vorher. Als Antonio den Unfall gegeben hat, hat es mich eigentlich schon recht angeschissen. Weil man hat nicht gedacht, dass noch etwas passiert.
Eine Liste oder zwei? Zwei. Pass auf. So schnell. Eistee? Ja. Das war man. Da wollte man eigentlich schon fast nicht mehr weiter wollen, aber irgendwann haben wir uns das Sinn aber müssen, also wollen. Es war unglaublich kalt und dann hat man immer wieder die Tafel gesehen. Jetzt noch 25 km und dann sind immer so wenig runtergegangen, dann sind 22 km gekommen und dann hat es immer mehr abgelöst. Es war mühsam. Ich habe es richtig angeschissen, als es so kalt war und hat angefangen zu regnen im Gotthard darauf. Trampelt habe ich auch müssen, weil mein Töpf zu wenig Kraft hat. Es war kein schönes Fahren, so, aber es ist nicht gegangen. Verloren hat man schon,
Es kommt alles dazu, weil weiter oben der Kälter war. Schier den nicht mehr bewegen. Jetzt gehen wir zu einem Bauer. Einem Bauer? Ja. Ich würde schon sagen. Ich kann so schnell wie möglich zu einem. Sonst verliere ich nämlich. Gehen wir! Bauer, wenn wir sagen, wo wir zu anderen Mal da sind. Also, zählt wäre sowieso überhaupt nicht in Frage gekommen, wegen vielen Regen. Da haben wir uns überlegt, ob wir zu einem Bauer sollen. Aber dann, die Idee war halt doch auch nicht so dahin gewesen. Das Restaurant kam, oder das Hotel. Da hat die Wirtin eben gesagt, ja, pro Nacht 5 Stutz pro Person. Das sind alle gerade begeistert gewesen. Also mich hat es zuerst ein bisschen angeschissen. Ich hatte das Gefühl, in einer Schule lebst du mehr als im Heu. Leck mir, alles nass. Was ist Scheiss denn? Bitte. Gott, hat mir das drauf. Das war mühsam. Ist gut, nur den Arm und Knie ein bisschen. Ja. Sonst ist gut. Es regnet, hat es jetzt aufgehört zu regnen. Es hat wie eine Sau geregnet vorher. Also ich will sofort auch ins Dessin mit 125 gehen. Und ich will das selber nachfahren, wenn ich 18 war.
Wir haben eigentlich gar nicht gewusst, dass Sandra Probleme hat mit dem Töffli. Mit ihr und Marcel sind sowieso immer so etwa halbe Kilometer voraus gsi. Es war eigentlich auch nicht gerade so gescheit von uns gewesen, oder? Dass wir so weit voraus sind. Wenn etwas passiert wäre, dann wäre niemand dort. Sind wir Arisio schon vorbei? Ja. Ich habe die Heimkarte auch nicht angeschaut. Ich habe einfach gepackt und dann habe ich gedacht, wir gehen. Ich habe einfach gesagt, irgendjemand schaut dann schon die Karten an. Ich habe einigermaßen gewusst, wo es durchgeht. Also gewusst, der Reto hat uns gesagt, dann schaue ich alles nach. Der Reto ist, denke ich, auch nicht besonders daraus gekommen. Ich weiss nicht, sonst ist er auch nicht gut in der Geografie. Ja, wir haben schon zwei Zelte, ist mir schon klar. Ich meine, ihr habt ja den Schlafplatz ausgesucht. Als wir hier angekommen sind, haben wir zuerst mal die anderen Zelte aufgestellt, nur ihres. Und ich bin dort gehockt und gehockt und gewartet, dass mir jemand hilft, weil ich gar nicht rausgekommen bin, wie das geht. Also ich habe nie allein ein Zelt aufgestellt. Warten. Der Reto hat gesagt, er hilft mir dann schon. Und dann ist er einfach gegangen und hat mir halt der Masse geholfen. Ja, wir haben schon ein bisschen Unstimmigkeiten jetzt da heute Morgen, glaube ich. Kannst du ein bisschen erzählen, wie das ist gegangen? Ja, bei uns ist es um den Zeltplatz gegangen, weil Sandra ist noch andere Zeltplätze anschauen. Sie hat gefunden, es gäbe bessere als die. Und
Mir gefällt es da. Ich möchte nicht weggehen. Vielleicht das andere, aber ich glaube nicht, wenn wir alle da bleiben, bleibt sie auch. Ich finde es leise unten, aber es hat mir zu wenig Jugendliche, wo man über etwas schnurren kann. Guckt man einfach in den Salon über und lässt das Geld durch. Es wäre schon besser, wenn noch mehr da wären. Ich möchte am liebsten, dass hier in diesem Zeltplatz mehr Leute hat, auch Junge. Und dass es auch solche wie uns gibt, also nicht Popper und Rocker, einfach so wie wir. Ja, auf das ist mir gleich, ob es Jugendliche da hat oder nicht. Wir sind ja alle miteinander da und so. Das ist eigentlich was Schönes so da. Ich bin gut, gestellt. Ich finde es schwach. Schwach? Juma, wieso? Warte mal. Hey, schau mal da. Was? Du musst nur mal ganz wenig. Schwach. Hauptsache geht, ist ja wirklich gut. Schau mal. Ja, danke. Ja, ist gleich. Ich finde es ab und zu übertrieben, es einfach ein bisschen mit Töffeln flicken und rumfahren. Und man kann alles übertrieben, finde ich. Aber ich meine, wenn es ihnen Spass macht, sollen sie es machen. Ich wasche sowieso meine Kleider auch. Ich, ich finde es schon ein bisschen blöd von mir, dass ich ihnen dann etwas mache und sie helfen mir nicht. Aber ich meine, waschen können sie also wirklich nicht. Ich finde das toll eigentlich noch, dass sie uns die Wäsche macht. Und nein, sagen sie eigentlich nicht, wenn man wenn so etwas geschenkt gibt. Wer bestimmt bei euch, wo man hingeht und was man macht? Ich finde, jeder kann sagen, was er will. Es ist nicht einer, der den Boss spielt und sagt, du machst das und der macht dieses. Wenn etwas ist, helfen wir gegenseitig. Und wenn jemandem etwas nicht passt, dann kann er so etwas sagen. Ich meine. Bei unserer Gruppe tun alle bestimmen. Also, hauptsächlich vielleicht der Reto. Bei uns geht es so, dass jeder einen Vorschlag bringt. Und nachher sagen wir, das ist nicht gut. Oder dort im Restaurant ist es teuer und dann spricht man sich ab und dann geht. Also das Sagen hat eigentlich schon der Reto. Einfach weil der Grösste ist und der Stärkste vorne. Dann hat er immer das Gefühl, ja, können alle ein bisschen rumkommandieren. Also ich sage schneller, wenn es mir passt oder wenn nicht. Mir etwas nicht passt, sage ich das. Und die einen sagen vielleicht nichts. Und dann sind sie aber selber die Schuld. Schön geschrieben. Mach doch keinen Bohr, ja. Rossi! Rossi!
letzte Mal? Ja. Das ist das letzte Mal. Nun sehe ich wie, oder? Komme? Nun sehe ich wie. Ja. Ja, wie nicht. Morgen kommen wir noch mal kommen. Hä? Im Bus? Im Bus kannst du kommen? Oder? Mhm. Ist ein Bus? Selber reinmachen? Ein neues Hinterrädchen? Und neu? Kostet 150 Franken. 150 Franken? Ohne Arbeit. Ohne Arbeit? Kommen wir ein anderes Mal wieder. Wenn ich wieder Geld habe. Ich bin immer leider. Also meistens würden sie also nicht fragen, ob ich mitkommen mit ihnen. Ich habe das Gefühl, es sei ihnen ähnlich, wenn ich nicht mitkomme. Also es sei besser, wenn ich nicht mitkomme. Das finde ich wieder neben zu vorne. Vedi, oggi è chiuso. Se vuoi una ruota, devi scegliere il tipo di ruota che c'è su lì. Se hai l'alci e... Wo wollen wir heute hin? Mit Kilben? Ja. Nein, ich schieße mich ein bisschen an mit den Poppern. Immer Poppern umeinander. Ich bin mit Disco. Dort hat es vielleicht keine Poppern. Wenn immer alle hinter uns anschleichen, dann schieße man die Wölfe. Ich kann auch nicht dafür. Jetzt ist einfach gewöhnlich ein Jeans, Pulli und Fett. Ich komme genau so, wie ich bin. Ja, genau. Ja. Okay. Ja, eigentlich stört sie mich nicht, aber sie legt sich schön an, nachher kommen da alle aus ihnen an. Es ist eben Popperi, oder? Mit der Chow und so. Und wir laufen da mit den Gängen umeinander. So. Das ist etwas anderes. Also das andere ist lieber mit so Popper zusammen und Zettig. Also. Ich zähle mich eigentlich zu den Popper und sie haben einfach das Gefühl, weil sie Freaks sind, sie sind die grössten Stärken und haben Macht, weil einfach Popper so gestriegelt und gemacht und da sind und sie das einfach nicht. Sie finden es halt schön, ein bisschen unpflegt, ein bisschen. Ja, ich habe das Gefühl, jetzt spielt es schon ein bisschen eine Rolle, dass es so ist, dass sie sich vielleicht ein bisschen schämen, mit mir herumzufahren. Weil ich die Einzige bin, die auf Popper eingestellt ist. Ein Banker unterwegs in der großen Stadt. Es war ihm wie in Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, der Natur, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, na komm, rock me Amadeus. Er war Superstar, er war populär. Er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, na komm, rock me Amadeus. Es war 1780
Musik und es war irgendwie nur Plastic Money, denn die Modebanken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rocky-Doll und alle suchten noch auf der Captain Rock, mir aber der ist der Der Motor ist für mich Geschwindigkeit, das ist Freiheit eigentlich, wenn man hier durch die Gänge blocken kann. Ich bin einfach froh, wenn alles geht, dass es tiptop zu Weg ist. Dass die Polizei nichts kann sagen, außer wenn er eben gut schnell läuft. Dass wir, wo am meisten gefällt, ist zum Frisieren und dass er richtig laut tönt, dann schauen alle Leute. Nicht zum Show, aber. Es ist lässig, wenn so ein Topf richtig laut ist, wenn man 125 oder so. Reto, kannst du erzählen, was passiert ist? Nein. Nein, was hast du gemacht? Auf einen Randstein kam und ich habe ihn nicht gesehen. Dann bin ich da reingefahren. Was ist mit dem Töff? Frustrieren. Ja, frustrieren. Was machen wir jetzt morgen? Antonio will kommen. Nüss. Vielleicht gehen wir zu einem Mech. Der Führer und Mech. Und Luina? Luina. Fertig wahrscheinlich. Luina, willst du schon gehen? Ich versuche es. Wie könnt ihr das machen? Töschmieten. Wo drin? Hey, soll ich die Schnecke rausnehmen? Was wo? Nein, lass es. Hey, willst du die Zähnenschüsse? Du hast die Zähnenschüsse? Ich kann nicht. Du hast einen K vorher. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Aber das Hinterrad ist auch kaputt. Bim? Das geht. Der Gabel ist echt gut, oder? Gabel. Gabel ist so schlimm. Gabel muss nicht so schlimm. Auf jeden Fall kann man noch fahren mit dem anderen Rädchen. Wir sind die Größten. Da siehst du einen Schrott auf. Und dann kannst du noch fahren. Es gehört drauf. Beleidigung. Jetzt kommt er dann raus. Jetzt runter. Mit dem muss man rechnen, dass man viel Bahnen hat. Viel sind sie nicht gewesen. Ich musste nur einmal müssen den Vergaser rausputzen. Was grölt ihr da? Ich bin bis auf die Schnurren gefahren. Wo. Oh ja. Auf den Vergaser rausputzen. Also, allein wollte ich nicht gehen. Ja. Und der Reto wollte ich auch nicht anlassen. Er bringt ein bisschen Stimmung. Ja. Irgendetwas kommt uns schon in den Sinn, sonst nehmen wir vorne drauf oder so etwas. Sandra, du bist jetzt erst dazugekommen. Was hast du gemacht heute Abend? Ja, zuerst waren wir in Lugano. Jetzt sind wir gut ziehen. Mit wem? Mit anderen. Mit wer ist das? Pöppis. Was? Ja, Hödis? Pöppis. Pöppis. Papa. Und dann sind wir auf Italien über. Warum haben Sie denn nicht neue Tage? Weil sie gegangen ist. Sie ist selber gegangen, oder? Ja. Sie ist etwa. Seelsorge, 8, 9 ist sie. 6 sind wir auch weg. Also 6 sogar. 6 ist sie weg. Wir sind dann
Hamburg bestellen und dann sind wir Kiel beführen. Das ist eben das mit dem Reiter passiert. Was ist denn passiert? Er ist in den Rangstein gefahren. Hin und vorne. Zuerst haben wir gemeint, er macht Sachen, sind dort ein. Pizzeria heißt ja, das Domino, oder wie das heisst. Dann hat das Männchen gemacht vorne, oder? Ich meine, das ist nur so. Dann haben wir gesehen, dass der Pneu und der Schlauch weg ist vom Felgen. Nachher sind wir runtergegangen, haben den Felgenschlag gesehen. Dann hat er gesagt, es sei nicht so schlimm. Macht einen Schlag im Felgen rein. Dann hat er gemeint, es sei nicht so schlimm, oder? Ein anderes Rädchen. Dann haben wir noch gesehen, dass hinten auch noch einen Felgenschlag hat. Jetzt ist es fertig. Jetzt wissen wir nicht, was wir morgen machen. Ich muss auf Luino gehen. Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore, viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento, l'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura, viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare, l'Italia metà giardino e metà galera, viva l'Italia, l'Italia tutta intera, viva l'Italia. Du bist auch in Italien. Gar nicht. Samt. Samt. Du bist nicht da. Du bist auch in Italien. Ja, so eine Flasche da. Wo war? Vecchia Romagna. Vecchia Romagna? Ja. Du bist noch jung für den Alkohol. Du hast nicht gedacht, der Vecchia Romagna mit dir. Der Alkohol muss mindestens über 2 Jahre. Du hast nicht zurückkriegen. Ne? Jetzt gehst du und tust nicht das zurück. Ne? Du bist auch in Italien. Was? Martini für die Eltern. Martini für die Eltern. Ja. Du bist auch noch nicht 17 Jahre. Kannst du auch nicht mitnehmen. Zurückbringen. Ne? Du bist auch in Italien. Kose. Kose. Ja. Alles gut, ne? Du verkaufst nicht da? Ja. Was? Wie heißt das? Was ist dieses Kopf? Das ist ein Amaretto di Saronno. Ja. Das ist ein starker. Ne? Das kannst du noch nicht mitnehmen. Bist nur nicht 17. Ne? Du musst noch zurückbringen. Ne? Gehst du gerade? Du musst noch zurück. Ja. Heute ist der letzte Tag hier oben. Wie sind die Zwerg? Eine Woche. Es war eigentlich noch recht lustig, aber zu wenig geschlafen. Und viel Geld durchgelassen. Also, wenn es nicht müsste, möchte ich jetzt nicht mehr eine Woche. Ich bin jetzt ziemlich auf dem Hund.
möchte heimal schlafen und die eine habe ich auch. Es wieder andere, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Und ja, so allgemein. Also Fernsehen und das fehlt immer. Ja, fehlt mir auch ein bisschen. Also ich bin sehr müde. Also ich bin froh, wenn ich heimkomme einfach. Eigentlich möchte ich schon da bleiben, aber ich kann nicht. Weil ich kein Geld mehr habe. Also ich will nicht mehr mit ihnen in die Ferien gehen. Da bin ich sicher. Und ich meine, es ist sicher so, dass sie genau das Gleiche denken. Ich würde nicht mit dem TÜV so eine Reise machen, wenn es mir jetzt hier unten recht anschießt, weil ich keinen TÜV mehr habe. Und so ist es nicht lustig. Da kann man ja niemals mehr hin. Da muss man laufen oder einem vorne drauf, da kommt Schmier unter Umständen. Nein, das sind keine Töffli-Ferien mehr, wenn der Töff zu Sau ist. You can look at